So, herzlich willkommen zurück. Also, da das Spiel ja letztes Mal abgeschmiert ist, musste ich jetzt alles nochmal machen und durch den Tempel gehen. Das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil das wäre ja zu langweilig und das kennt ihr ja dann schon. Und jetzt gehen wir raus und gleich müssen wir das Kloster verteidigen. Und ich muss doch eins sagen, ich habe mir eine neue Waffe zugelegt. Nein, die war es nicht. Das war die hier. Sie zerstören die Ikonen. So. Die Soldaten greifen das Waffenversteck an. Helft mir! Und ich hoffe echt, wir schaffen es diesmal. Sie wollen die Türen aufsprengen. Sie greifen die heiligen Statuen an. Eigentlich wollte ich jetzt die AK nehmen. Oh oh. Bitte noch nicht jetzt. Nein, nein, nein. Das gibt's doch nicht. Mann, ich hatte nicht mal Zeit, mir die Kugel aus dem Arm zu pulen. Und jetzt ist es schon wieder abgeschmiert. Das gibt's echt nicht. So, und jetzt stehen wir schon wieder hier. Ich musste nochmal alles von vorne anfangen. Ja, irgendwie scheint das Spiel überhaupt nicht darauf ausgelegt zu sein, dass man stirbt. Also ich habe davon auch gehört, dass mehrere das Problem haben. Allerdings nur die Leute, die die PC-Version spielen. Tja, da habe ich jetzt die schlechteren Karten gezogen. Ich habe mir jetzt meine Waffe wieder geholt. Und wenn wir jetzt nochmal sterben, dann weiß ich auch nicht. Dann schmeiße ich das Spiel in die Ecke und ich weiß nicht. Aber gehen es raus und dann schaffen wir das. Ach Mann, ey. Ich habe da so ein ganz schlechtes Gefühl. So, den hätten wir schon mal. Sie greifen Hallo? Das Waffenversteck an. Hallo? Geh da doch nicht rein. Vielleicht gehen wir einfach mal hier lang. Statt die Seilrutsche zu benutzen. So, gehen wir. Hier über die Brücke. Schneller, schneller, schneller. So, den hätten wir auch. Aber ich verstecke mich hier. Nee, kann man nicht, weil da schon wieder eine Bombe gelegt wird. Ach du Scheiße. Wow! Das ist doch nicht dein Ernst! Nein! Oh Mann, und es ist schon wieder abgekackt. Es war mir schon klar, dass es wieder abkackt, aber warum? Warum überfährt er uns? Bis gleich. So. Jetzt nochmal. Also, ich mach's jetzt nicht nochmal. Ich warte vielleicht auf einen Patch. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir hier zu Batra gehen. Und da können wir jetzt gleich mal hinfliegen. So geil das Spiel auch aussieht und so, ich hatte auch echt Lust auf das Spiel, aber ich habe immer noch Lust auf das Spiel. Ja, habe ich, aber wenn man immer neu anfangen muss, wenn man stirbt, also neu anfangen ist gut, das ist schon blöd genug, aber wenn man immer noch mal die Mission davor und zu Herc und dann nochmal in den Tempel und bla 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 und das dauert alles Ewigkeiten. Und wenn man dann 10-mal stirbt, dann ist das doch eher nicht so toll. Und deswegen gucke ich jetzt mal, was wir hier machen können. Ich hoffe, wir werden nicht sterben, weil man weiß ja nie.
Vielleicht geht's dann nicht weiter. Und ich kann schon wieder nicht landen. Doch. Aber bitte nicht auf den Menschen. Jetzt fliegt er wieder nach oben. Hallo. Hallo, ich glaube, es hackt. Lande doch mal. Sag mal, ey. Warum landet er jetzt hier? Das verstehe ich nicht. Also, falls einer weiß, wo uns liegt, ne, schreibst du einfach mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Einfach mal nach oben fliegen, wenn man nach unten fliegen will. Naja. Erweist du den Familienrespekt? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. Okay, unser Vater wurde also ermordet. Nur die Frage ist, von wem? Und der AJ scheint ja doch jetzt relativ interessiert zu sein. Eigentlich sind wir ja hier, um die Asche der Mutter zu verstreuen und wollten gar nicht so viel über den Vater wissen. Aber jetzt anscheinend schon. Dann bin ich auch gespannt. Und die kleine Batra finde ich ja so süß. Die ist auch irgendwie total süß animiert. Ich habe über mein Image nachgedacht auf der Weltbühne und ich glaube, was mir fehlt, sind berühmte Freunde und Bekannte. Du weißt schon, ein Besuch von Dennis Rodman. Vielleicht kann ich Beckham überreden, mit Galaxy gegen meine besten Elf anzutreten. Etwas klischeehaft, schätze ich. Ein Popstar? Wenn J-Lo dem Diktator von Turkmenistan Happy Birthday vorsingt, dann werde ich doch wohl einen verblassten Star von vorgestern kriegen können. Ach, mal sehen, wie viel Kanye verlangt. Folgst du ihm auf Twitter? Das ist Gold. Ich würde gern mal ein Schwätzchen mit dem Knaben halten. J-Lo, Beckham, Kanye West, was? Eigentlich ist das bisschen gewöhnungsbedürftig, dass das hier alles so ein bisschen auf modern ist, auch von wegen Twitter und am Anfang der Paramin ja auch ein Selfie mit uns gemacht. Naja, also eigentlich war es ganz lustig, aber das kennt man halt noch nicht so von den Spielen, von den meisten zumindest nicht. Aber sowas wird es wahrscheinlich dann ja in Zukunft öfter geben. Und da ist schon wieder eine schwarze Rauchwolke. Wie weit ist es denn noch? Wir fliegen und fliegen und fliegen. Wollen wir mal direkt darüber fliegen und gucken, was passiert. Gucken, ob die uns sehen. Hallo. Nee, ich glaube, die sind zu doof. Oder? Nee, doch nicht. Naja, da bin ich auch schon wieder weg. Kriegen mich ja eh nicht. So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte, wie weit das noch ist. Da. Yogi und Reggie. Ich drücke mal aus Versehen Shift. Das aktiviert dann eigentlich die Fahrhilfe, wenn man im Auto sitzen würde. Geht natürlich hier in diesem Flugzeug nicht. Noch 1000 Meter, noch einen Kilometer. Es ruckelt irgendwie ab und zu mal hier, ne? Wenn man eben fliegt. Und da sehe ich schon eine riesige Statue.
Boah, das sieht echt, echt mal richtig cool aus. Irre. Boah, das ist echt cool. Ist doch wahnsinnig groß. Die Leute scheinen mir auf jeden Fall alle sehr gläubig zu sein. Vor allem das auch im Tempel, das war ja auch ja ein bisschen buddhistisch angehaucht, würde ich mal sagen. So, und wir sind gleich da, noch 200 Meter. Mal gucken, was uns da so erwartet. Und hier wurde dann unser Vater ermordet, oder wie darf ich das verstehen? Können wir denn auch landen? Das wäre ziemlich nett. Ja. Haus der Gales. Hier haben wir also gelebt. Es wird langsam Nacht, glaube ich. Auf jeden Fall. Ne? Also zum Leben. Diese Aussicht ist schon mal... Boah. Stellt euch mal vor, man schläft, dann morgens klingelt der Wecker. Man geht aus dem Haus und sieht das hier. Boah. So kann der Tag starten, würde ich mal sagen. Dann gehen wir jetzt mal rein und gucken, was dort drin ist. Ich warte, was? Anmannen? Höchstens bemannen. Aber das funktioniert so nicht. Das ist was ganz anderes. Was, wie entschließen und beschließen? Ja. Oh, scheiße. Oh. Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Hier bist du sicher. Unser Freund, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Er kommt von weit her und sucht. Gegen eine kleine Gebühr. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Nein. Ich spüre... Wir spüren, dass du wissen willst, wer wir sind. Tja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du... bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Angel Gale, willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut er nicht ab? Oh, was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn, er weiß, wo er ist. Okay, willkommen, komm rein. Ja, na klar, tu casa e tu casa. Wir räumen auf. Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst... brauchen wir ein Friedenspfeifchen, während wir die Details klären. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht ihr Typen überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung, meine ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey, was... was zum Teufel? So viel dazu, dass es ganz einfach wird. Man sagt doch, Gewinner nehmen keinen Drogen. Okay, entweder sind die beiden auch dauerbekifft oder einfach nur mega verrückt. Wo sind wir jetzt? Ich sehe Brüste. Nackte Brüste. Bürger von Kyra! Wen feuert ihr an? Die mächtigen Elefanten!
oder die wilden Tiger? Oder seid ihr etwa für die Terroristen? So, des Terroristen Mohan Gale. Gesucht von der Royal Army. Mörder. Unschuldiger Männer, Frauen und Kinder von Kyrat. Er ließ sein Volk im Stich und lebte in der Dekadenz von Amerika. Nun kehrt er zurück. In Ketten. Um sich richten zu lassen. Und zwar von euch, Bürger von Kyrat. AJ Gale! Manche Leute glauben, du könntest hier etwas bewirken, AJ. Dies ist der Moment der Wahrheit. Sieh auf den Boden, wenn du in der Arena bist. Im Sand wird eine Klinge versteckt sein, wenn du nicht überlebst, gibt es für uns beide keine Hoffnung. Oh, AJ. Willkommen in der Shannat Arena. Das Wetten soll beginnen. Sind wir nackt? Ich hatte mich eben gefragt, ob das ein Traum oder die Wirklichkeit ist. Und ich glaube, es ist ein Traum. Aber trotzdem müssen wir überleben. Gibt es denn hier Waffen? Waffen, Waffen, Waffen. Da ist eine Waffe. Mama! So, wir sollen hier einfach nur überleben. Ist der böse? Irgendwie fühle ich mich hier gerade total unwohl. Was ist jetzt besser? Eine AK oder dieses Shotgun? Runde 2. Und es wird wahrscheinlich immer schwieriger werden. Ja. Von wo kommt das? Ich glaube, ich nehme mal doch lieber die AK-47. So, gibt es hier irgendwo Munitionsnachladekästchen oder sowas? Da haben die was dabei? Nein. Oh nein, ich bin aber nicht bereit. Es kommen bestimmt noch irgendwelche Tiere oder so. Verbrenne einfach, verbrenne. Oh Gott. Nein, 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 nein. Jubeln alle, wenn wir einen erschießen. Kurz Munition einsammeln. Und ich glaube, deswegen habe ich auch den Untertitel eingemacht, weil man jetzt kaum was verstehen würde. Vor allem, wenn die blöde Tussi hinter Mikrofon noch dazwischen da war. Oh oh. Keine Tiger, bitte. Ich habe das so ein Gefühl. Das ist jetzt alles Gegner? Ja, ne? Und wir haben gleich keine Muni mehr, schon wieder. Jetzt mal alles einsammeln, was geht. Piss mit einer Shotgun, echt. Kann ich jetzt echt nicht ab. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ja, wir kämpfen ja gleich weiter. Wir müssen erstmal die Lage checken. Und wo kam das denn eben? Oh, das habe ich mir echt anders vorgestellt.
So, ein bisschen Munition einsammeln. Die Menge hat gesprochen, AJ Gale. Na, und was sagt sie? Vorletzte Runde, okay. Wie schaffen wir das noch? Da, bevor er seine Freiheit gewinnt, wartet eine letzte Herausforderung. Lasst die letzte Runde beginnen! Ach du Scheiße, keine schweren Leute, die dicken Männer da hinten. Oh nein, oh nein, oh nein. Letzte Runde. Okay, letzte Runde. Oh oh. Oh oh. Und vor dem da hinten habe ich ganz besonders Angst. Vor dem Schweren da. Autsch, das war eine Granate, glaube ich. Nein, 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 nein. Oh oh, oh oh. Schnell weg, schnell weg. So, und wo ist der Fette? Das ist er auf jeden Fall nicht. Wir müssen hinter der Mauer bleiben und auch schon mal schnell heilen. Sonst schaffen wir es bestimmt nicht. Oh, oh nein! Und ich wollte eigentlich jetzt eine Granate werfen. Stirb. Oh oh. Ich hab keine Muni mehr. Und wir haben gewonnen! Feuer! Was für ein Traum. Ich hoffe, es war ein Traum. Was macht er jetzt da in seinem Reißverschluss? Komm mit mir. Du wolltest mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Und AJ, sei netter zu Reggie und Yogi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir? Am Rande des Wahnsinns, Mission beendet. Die Arena. Bist du bereit, die Shanath-Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert oder stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen erwarten dich. Kampf, Endlos und Waffenherausforderungen. Steige zu einem der legendären Arena-Champions auf und verdiene dir großartige Belohnungen. Okay. Dann war es anscheinend doch kein Traum. Und jetzt müssen wir anscheinend regelmäßig Arena-Kämpfe machen. Und ich hasse Arena-Kämpfe. Töte alle mit Heroin vollgepumpten Rothunde in dem Gebiet. Okay. Was gibt's denn hier noch? Hier war noch was. Hallo. Ich
Tja, also in die Arena möchte ich auf jeden Fall nicht. Erstmal zumindest nicht. Es machen so viele. Was hätte ich tun können? Schön, dich zu sehen, AJ. Ich muss da weglaufen.